Ich hab mal hier in Köln eine Taxifahrt gemacht. Da hab ich noch einen mitgenommen, einen Amerikaner. Wir kommen hier über die Aachener Straße am Müngersdorfer Stadion vorbei. Sagt der, oh, what is that? Sagt, das ist das Müngersdorfer Stadion, das haben wir umgebaut. 40.000 Zuschauer in anderthalb Jahren, außer wir in Amerika. Wir bauen ein Stadion für 100.000 Zuschauer in einem Jahr. Jetzt kommen wir an der Köln-Arena vorbei. Sagt der, oh, sagt der, what is that? Sagt, das ist die Köln-Arena, 18.000 Zuschauer haben wir gebaut in zwei Jahren. Oh, sagt der, wir in Amerika, wir bauen eine Arena für 50.000 Zuschauer in sechs Monaten. Stinkt dem Chris. Wir kommen am Kölner Dom vorbei. Sagt der, oh, sagt der, what is that? Ich sag, kann ich dir nicht sagen, ich bin seit vorher Woche hier nicht mehr vorbeigekommen. Naja, wir brauchen in dieser Zeit auch Optimisten und keine Pessimisten. Gibt zwar Optimisten, die sagen, in einem halben Jahr gehen wir alle betteln. Aber die Pessimisten sagen, bei wem? Ich hör's doch jeden Tag, die CDU sagt, die SPD hat keine Ahnung. Die SPD sagt, die CDU hat keine Ahnung. Und das Schöne daran, die haben beide recht. Yeah. Ne? Was haben die uns vor der Wahl erzählt, wa? Mit Schröder auf der Überholspur in die Zukunft. Von Geisterfahrer hat keiner gesprochen. Vor Wochen hat er noch gesagt, wenn das einer besser kann, soll er es machen. Was soll man mit 80 Millionen Kanzler? Ich meine, ich habe da nichts mehr mit zu tun. Ich habe die Rente durch. Riester-Rente. Kennen Sie das? 225 Möglichkeiten, kein Geld zu kriegen. Ja, ich habe mich damit abgefunden. Ich werde nach meinem Tod noch ein bisschen arbeiten, damit ich im Alter was auf der hohen Kante habe. Ich habe schon an der Theke mit einem gesprochen. Wir haben einen Kölsch getrunken. Sagte, ich habe nur Pech gehabt. Nur Pech. Ich wollte mir das Leben nehmen. Ich habe mich vom Zug geschmissen. Kam kein Zug, kennst ja die Bundesbahn. Da wollte ich mich aufhängen, ist der Strick gerissen. Und dann habe ich mir Gift ins Bier getan und jetzt trinkst du das. Nur Pech, ne? Aber eins weiß ich, Deutschland wird Fußball-Weltmeister. Yeah! Unsere Schiedsrichter machen das schon. Und dann der Schröder, der kennt ihr doch, ne? Der größte Liebhaber Deutschlands. Unter dem stöhnen Millionen. Hier, der Joschka Fischer, der meint auch, wenn er 25 Mal verheiratet ist, hätte er silberne Hochzeit. Ich war gestern noch in Ostfriesland. Ostfriesland kennen Sie ja, ne? Ein breites, flaches Land. Kannst am Mittwoch schon sehen, wer am Sonntag zu Besuch kommt. Ich hab da einen Onkel, 80 Jahre, der war jetzt beim Doktor. Jetzt hören Sie mal, Herr Doktor, ich packe das nicht, ich packe das nicht. Meine Frau ist schwanger. Doktor, Hut ab für ihn, 80 Jahre. Jetzt hören Sie mal, Herr Doktor, das pack ich nicht. Meine Frau ist 35 und ich bin 80 und die ist schwanger. Das pack ich nicht. Jetzt, Doktor, hören Sie mal, da muss ich Ihnen mal eine Geschichte erzählen. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind Jäger. Sie gehen durch den Wald, kommt Ihnen ein Hase entgegen. Sie haben keine Flinte mit. Sie nehmen Ihren Spazierstock, legen an, sagen Ping und der Hase fällt tot um. Warte, hören Sie mal, Doktor, jetzt wollen Sie mich wohl am Arm nehmen, wa? Da muss da wohl ein anderer geschossen haben, sagt der Doktor. Sehen Sie, jetzt packen Sie es doch. Alle, die in der Öffentlichkeit stehen, die werden doch jetzt heimlich fotografiert. Ne? Sie haben den Papst heimlich fotografiert. Er bohrte gerade in der Nase.
Er schrieb einen Brief an die Korinther. Der Papst hat ja jetzt Besuch gehabt, nicht? Da waren die Werbefachleute von Coca-Cola da. Haben die gesagt, lieber Papst, wir geben Ihnen 50 Millionen Dollar, wenn Sie das Wort Coca-Cola mit ins Vaterunser einbauen. Hat der Papst gesagt, unmöglich, unmöglich. 8 Tage später waren die wieder da. Haben gesagt, lieber Papst, wir geben Ihnen 100 Millionen Dollar, wenn Sie das Wort Coca-Cola mit ins Vaterunser einbauen. Da ist er nervös geworden, unser Papst. Hat er seinen Sekretär gerufen, hat gesagt, hör mal, Jakob, was haben wir eigentlich damals von den Bäckern bekommen für unser tägliches Brot? Ich hab ja Verbindung gehabt nach oben. Ich hab gesagt, lieber Gott, warum ist meine Frau so schön? Kommt die Stimme von oben, damit du dich für sie interessierst. Ich sag, lieber Gott, warum hat meine Frau so ein liebes Wesen? Kommt die Stimme wieder von oben, damit du dich in sie verliebst. Sag, lieber Gott, und warum ist die so blöd? Kommt die Stimme wieder von oben, die muss ich ja auch in dich verlieben. Meine Frau, ich habe meine Familie vergrößert. Meine Frau hat Zwillinge bekommen. Ich habe sie vorgestern im Krankenhaus besucht. Sie hatte die beiden Bengel im Arm. Ich war nervös. Mir jitschten die Tränen aus den Augen. Ich sag, Frau, ich habe es nicht gewollt. Setze, beruhig dich, du hast es doch nicht getan. Ja. Ich sag immer, ein Bier, zwei Schnaps, hast du 0,5. Eine Frau, zwei Kinder, hat man 0,nix. Meine Frau sagt zu mir, das hast du alles aus dem Fernsehen. Du gehst jetzt mal raus in die Stadt und kaufst mal was Ausgefallenes zu essen. Du gehst jetzt mal in die Stadt und kaufst Schnecken. Ich bin in die Stadt gegangen, ich habe 40 Schnecken gekauft. Habe ich mir alle in die Tasche getan. Auf dem Heimweg habe ich noch einen Kumpel getroffen, haben wir 1, 2, 3, 4, 5 Stunden Bier getrunken. Oh, da fehlen mir die Schnecken. Ich denke, deine Frau reißt dir den Kopf ab. Ich nach Hause, vor der Haustüre habe ich die Schnecken schön in 2er Reihen aufgestellt. Ich habe geklingelt, die macht die Tür auf, ich sag, hopp, 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 nur noch ein paar Meter, dann sind wir zu Hause. Schnecken, ne? Das sind ja Beamtenwindhunde. In Hamburg hat sich vor 3 Wochen ein Beamter erschossen. Er ist nach 2 Tagen umgefallen. So lange hat die Kugel gebraucht, bis dass sie das Gehirn gefunden hat. Ich war jetzt noch auf der Beerdigung. Nur 2 Mann sind mitgegangen. Der Ehemann und der Hausfreund. Der Ehemann war ja noch gefasst, aber der Hausfreund hat geheult. Der hat geweint. Hat der Ehemann ihm auf die Schulter geklopft, hätte beruhigt dich, ich heirate noch wieder. Ich habe einen Freund, der hatte ein Rendezvous mit seiner Freundin und vorher noch ein Essen mit ihren Eltern. Ist einen Tag vorher zum Apotheker gegangen und sagte, Herr Apotheker, ich habe morgen ein Rendezvous. Sie wissen schon, was ich brauche. Der Apotheker schiebt ihm so ein Päckchen über die Theke. Sagt der Herr Apotheker, ich habe gehört, die Mutter, die ist auch noch ganz lustig. Geben Sie mir mal noch ein Päckchen. Die sitzen abends beim Dinner, macht er immer so. Sagt die Freundin, hör mal, du kannst mir auch sagen, dass du keine Tischmanieren hast. Sagt er, du kannst mir auch sagen, dass dein Vater Apotheker ist. Ich war noch beim Doktor. Sagt die, was hat der Doktor gesagt? Ich sag, er hat gesagt, ich kann dich nur noch 50 Mal lieben. Oh, setze. Dann müssen wir aber eine Liste anlegen. Gesagt, getan. Nach 6 Wochen sagt sie, hör mal, wann geht es dann endlich los? So, was heißt hier los? Du stehst ja nicht auf der Liste drauf. Nur schlechte Nachrichten, ne? Wenn das so weitergeht, kann man sich beerdigen lassen, ne?
Ich meine, die NASA in Amerika, die bieten jetzt an, du kannst dich mit der Rakete nach oben schießen lassen, für viel Geld, auf den Mond, für viel Geld, kannst du dich auf den Mond, für viel Geld, beerdigen lassen. Das kann man billiger haben. Man lässt sich in Düsseldorf beerdigen, ist man direkt hinterm Mond. Der Opa fährt mit dem Fahrrad los, die Oma ruft hinterher. Wo fährst du hin? Seid ihr zum Friedhof? Seid ihr, wer bringt das Fahrrad zurück? So ist das im Leben. So manches Gute und auch Böse wird dir beschert. Doch das Bunte und Blümchen, das Leben ist trotzdem lebenswert. Allah, tschüss.